Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Living. Ich hoffe, dass diese Aufnahme hier jetzt wieder funktioniert. Ich hatte ja am Ende vom letzten Weekly Living das Problem mit meiner Speicherkarte und das Problem habe ich auch immer noch. Ich habe jetzt alles formatiert, gelöscht, neu gemacht, was ging, und ich hoffe, dass diese Aufnahme hier jetzt gespeichert wird. Ich hatte gestern schon mal versucht, ein Weekly Living anzufangen, aber die Aufnahme wurde nicht gespeichert. Und nachdem ich dann zweimal versucht hatte, das Ganze aufzunehmen und zweimal ich 10 Minuten für umsonst gequatscht hatte, ja, habe ich es dann sein lassen und habe heute erstmal alles formatiert und hoffe, dass diese Aufnahme jetzt nicht wieder abbricht. Ja, ich wollte mich eigentlich nur kurz melden, mit dem neuen Weekly Living anfangen. Heute ist Mittwoch, der 8. April müsste heute sein. Und ja, bevor ihr Fragen habt, da ist ein leeres Fach. Ja, da ist ein leeres Fach, weil ich jetzt hier komplett meine schwebenden Bücherregale alle habe. Wartet, hier, seht ihr? Die sind jetzt komplett alle an der Wand und deswegen habe ich jetzt Platz im Bücherregal und ich muss das ganze Regal, glaube ich, nochmal neu einsortieren, vor allen Dingen, bevor ich euch ein Update gebe. Ich überlege, ob ich meine ganzen Hardcover, die sind ja alle hier oben, ob ich die alle hier drüben in das Regal verteile und die alle hier so mit verteile. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich mich nur kurz melden, mal kurz Hallo sagen, sagen, uns geht's gut. Wir sind immer noch stay at home und so. Ich mache immer noch Homeoffice. Milo freut sich immer noch, dass ich den ganzen Tag zu Hause bin. Mein Mann muss immer noch ins Büro, aber der hat halt so einen 24/7-Job. Also der hat ja auch verschiedene Schichten und alles. Und bei denen ist das halt auch schwierig, dass die von zu Hause arbeiten können. Es geht, aber es ist halt echt bescheiden dann für den ihren Job. Mein Pony ist immer noch on fleek. Also mein Pony hat gerade so eine bescheuerte Länge, dass ich, wenn ich es unten habe, immer hier so eine Beule habe. Und nach hinten sieht aber eigentlich auch noch doof aus, weil es hier teilweise noch viel zu kurz ist. Aber gut, das ist jetzt Babyhaar, aber das Pony ist halt auf der Seite einfach noch zu kurz. Aber egal, darum soll es ja nicht gehen. Ich wollte euch nur kurz ein Update geben, mal Hallo sagen. Und ja, ich wollte eigentlich das letzte Weekly Living schon online haben heute, aber ich habe es nicht geschafft, das Ganze zu schneiden. Oder besser gesagt, ich habe es auch verpennt, das Ganze zu schneiden. Deswegen werde ich es jetzt wohl am Freitag schneiden. Ja, doch, Freitag, da habe ich ja frei, das ist ja Karfreitag. Dann geht das am Sonntag online. Und vielleicht kann ich dann am Mittwoch den Lesemonat und die Neuzugänge vom März online kriegen. Ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Aber ich habe ja dann Urlaub nächste Woche. Und eigentlich habe ich nichts vor, weil stay at home und so. Und eigentlich müsste ich es dann schaffen mit Tränen. Also, we will see, wie das alles klappt. Aber ich hoffe, dass ich Sonntag das Weekly Living online kriege. Weil das ist halt immer eine ganz schöne Schneidearbeit. Aber alles wird gut. Ansonsten kann ich euch nicht viel erzählen. Ach ja, unsere Küche ist da. Da ist sie, so im Groben. Und ja, wir haben jetzt soweit alles hier in der Wohnung da. Es fehlt nur noch die Flurgarderobe. Und eine Uhr, die wir für den Flur bestellt haben, das kommt jetzt wohl erst Ende Mai. Verdammte Kacke. Also, ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Vor allem im Ende Mai, da brauche ich keine Jacke mehr. Nichts, da habe ich alles im Schrank. Egal. Auf jeden Fall warten wir jetzt noch auf unsere Flurgarderobe. Ansonsten haben wir jetzt erstmal alles. Ich bin sehr froh darüber, dass die Küche da ist, dass das alles steht und dass das alles erledigt ist. Ich liebe meine neue Küche. Sie ist sehr, sehr schön. Und ja, darum sollte es aber gar nicht gehen. Ich wollte noch euch kurz erzählen, was ich gerade lese. Und zwar lese ich gerade Vollendet die Flucht von Neil Schusterman zum zweiten Mal. Das ist für mich ein Reread. Ich habe das Ganze vor zweieinhalb Jahren mit der Niki schon mal gelesen. Und jetzt reread ich das Ganze mit der lieben Nina. Und ja, wenn das Buch Nina gefällt, dann wollen wir gucken, dass wir vielleicht die weiteren Teile dann auch zusammen lesen. Ansonsten lese ich dann diese Reihe alleine weiter, falls Nina sagt, nee, sie will nicht weiterlesen. Denn ich habe mir vorgenommen, diese Reihe dieses Jahr zu lesen und zu beenden, dass ich das von meiner To-Do-Liste streichen kann. Ansonsten kann ich zu Vollendet nicht viel sagen, da ich ja das Buch schon kenne, da ich die Story schon kenne. Ich mag den ersten Teil von Vollendet sehr. Ich finde es nicht so gut wie Size. Der erste Teil von Size hat mir noch um einiges besser gefallen. Ich habe auch Vollendet damals 4 Sterne gegeben, habe ich gesehen auf Goodreads. Also es ist ein cooles Buch, es ist eine coole Geschichte, es passiert so viel krasser Scheiß in diesem Buch. Aber es hat mich nicht so zu 1000% überzeugen können und ich merke auch gerade beim Lesen wieder, warum. Also das Buch hat definitiv seine Schwächen, aber ich mag die Geschichte immer noch. Und ja, ansonsten lese ich gerade noch Liebe mich für immer von Katinka Engel. Das ist der dritte Teil der Findet mich-Reihe. Also zumindest laut dem großen bösen A. habe ich vorhin mal geguckt, da heißt es Findet mich-Reihe. Keine Ahnung, ob das jetzt so stimmt und mein Handy klingelt. Moment. Wo waren wir gerade? Wir waren gerade bei Liebe mich für immer. Und hier habe ich die ersten 100 Seiten gelesen und ich muss sagen, dass diese Geschichte mich bis jetzt nicht eingesaugt hat. Also ich lese das Buch, mir gefällt das Buch, ich mag die Charaktere, aber
ich habe nicht dieses Einsauggefühl wie bei Redwood zum Beispiel. Ich habe den 5. Teil jetzt von Redwood ja vor kurzem gelesen und dieses Buch hatte mich sofort. Ich habe das gelesen, ich konnte es nicht mehr weglegen. Ich war sofort bei den Charakteren, ich war sofort in der Story und ich war einfach so gebannt von der Geschichte und dieses Buch hat mich einfach eingesaugt. Und ja, bei Liebe mich für immer ist es nicht so. Es saugt mich nicht ein und ich weiß nicht, woran das liegt. Wie gesagt, ich lese es. Es macht Spaß, diese Geschichte zu lesen. Ich bin gespannt, was noch bei unserer Protagonistin, bei Amy, alles so dahinter steckt, was da alles noch passiert und wie das mit Sam weitergeht und was mit der Kleinen noch ist. Und ja, ich mag das Buch, aber es saugt mich nicht ein und ich weiß nicht, warum. Für alle, die wissen wollen, worum es bei Liebe mich für immer geht, wartet, ich kann euch das ja mal kurz einblenden, dann muss ich euch nicht immer alles 5-mal vorlesen. So, ihr drückt jetzt einfach auf Pause, dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Haha, den Trick habe ich bei anderen Booktubern gesehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, gefällt mir das Buch. Ich lese es gerne, aber es saugt mich nicht ein und ja, es begeistert mich jetzt nicht total. Es ist eine schöne Geschichte, aber es zieht mich nicht in seinen Bann und ich weiß nicht, woran es liegt, aber vielleicht kommt das ja einfach bei diesem Buch ein bisschen später. Ansonsten gibt es eigentlich auch nichts weiter zu erzählen. Es passiert ja nichts. Also ich bin ja nur zu Hause mit Milo. Der liegt hier im Übrigen vor mir. Ich drehe gleich mal die Kamera. Und ja, es passiert halt einfach nichts. Ich zocke mit Tina. Die Niki hat mir gestern geschrieben, dass sie es jetzt auch Dead by Daylight runtergeladen hat. Ich bin mal sehr gespannt, wenn ich das erste Mal mit ihr zusammen spiele, wie das wird. Es macht bestimmt Spaß. Ich freue mich da schon drauf. Und ja, ich zocke mit Tina. Ich zocke da in Zukunft bestimmt auch mal mit Niki ein bisschen und ich lese ein bisschen, ich arbeite, ich gehe mit Milo raus, mein Mann ist ab und zu Hause, wenn er nicht auf Arbeit ist. Aber ansonsten passiert ja hier nichts, deswegen, ich kann euch nicht wirklich irgendwas erzählen und deswegen höre ich jetzt auch auf und bis jetzt ist die Aufnahme nicht abgeschmiert, also drücken wir die Daumen, dass meine Kamera sich vielleicht wieder gefangen hat und ja, ich überlege mir dann am Wochenende, was ich hier mit dem ganzen Schrutz mache. Es ist jetzt eigentlich die optimale Gelegenheit, ein Rainbow zu machen, ne, aber dann muss ich die ganzen Bücher, die dort sind, ja auch nach einem Rainbow sortieren. Das überlege ich mir nochmal. Ja, deswegen, ich höre jetzt erstmal auf mit Quatschen und sage einfach mal, bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag, der 11. April und ich dachte mir, ich melde mich mal wieder bei euch. Ich suche ja immer noch so den richtigen Platz, wo ich mich für das Weekly Living hinsetzen kann zum Drehen. Ich glaube, hier ist eigentlich ganz gechillt und da ich ja jetzt eine ordentliche Küche im Hintergrund habe, kann ich mich, glaube ich, in Zukunft einfach hier hinsetzen auf die Couch und meine Weekly Living Abschnitte drehen. Das Problem ist, wenn ich mich auf die Seite setze, quasi wo ich jetzt hingucke, dann habe ich das Fenster so im Rücken und dann seht ihr mich nicht, weil das natürlich alles überbelichtet, unterbelichtet ist, also weil ich dann unterbelichtet bin. Ach Mann, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, ja, dachte ich mir, ich melde mich mal bei euch. Es ist der Ostersamstag und ich habe jetzt gerade meinen Lesemonat und meine Neuzugänge für den März gedreht. Das muss ich jetzt dann gleich noch schneiden und fertig machen, dass das heute noch hochgeladen wird, dass das morgen früh pünktlich für euch online geht. Und ja, Lesemonat, ne? Ihr wisst, ich rede sehr viel und sehr gern und ja, dieses Video ist, glaube ich, wieder sehr, sehr lang geworden. Ich muss mal gucken. Ich habe sehr viel Mist auch zwischendurch erzählt. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie noch einkürzen kann, dass es nicht ganz so viel Schwachsinn wird zwischendrin. Ja, ansonsten, gestern Abend habe ich wieder gestreamt, aber nicht so lange wie sonst. Ich war gestern so müde. Wir haben gestern eine Stunde Ori and the Blind Forest gespielt im Stream und ich habe nichts geschafft in dieser Stunde. Ich war am Ende noch an exakt der gleichen Stelle wie am Anfang. Ich habe einfach nicht rausgekriegt, wo ich hin muss mit Ori und ja, ich werde das dann offstream mal ein bisschen versuchen weiterzuspielen und über diese Stelle irgendwie hinwegzukommen. Also, da hat mich gestern so frustriert im Stream. Ich hatte dann so die Schnauze voll. Ich hatte dann keine Lust mehr. Und ja, deswegen haben wir dann nach einer Stunde nicht mehr Ori gespielt, sondern nochmal ein bisschen Planet Zoo. Aber da war ich dann einfach dann an dem Punkt, wo ich so müde war, dass ich nichts mehr auf die Reihe gekriegt habe. Und ich glaube, das hat man dann im Stream auch gemerkt, dass ich einfach nur so, ah, ich möchte nicht schlafen. Und ja. Aber es ist cool. Ich habe jetzt wieder ein paar Leute mehr von YouTube zu Twitch rübergeholt. Es ist halt einfach so, dass der Stream auf Twitch einfach viel, viel stabiler läuft. Die Latenzen sind besser, es ruckelt wenig. Twitch ist halt einfach eine Streaming-Plattform und YouTube ist für mich halt einfach keine Streaming-Plattform. Aber solange wir nicht alle von YouTube rüber zu Twitch gewechselt sind, die Streams gucken, bleibe ich halt auf YouTube. Aber es wäre halt schon schön, wenn ich irgendwann nur noch auf Twitch streamen könnte, weil das würde meine Leitung dann auch nicht mehr so viel belasten. Ja, auf jeden Fall habe ich gestern gestreamt. Es war eigentlich ein ganz, ganz
ja, es war eigentlich ein cooler Abend, aber dann hat mein Mann mir was erzählt, was dann für mich den ganzen Abend schon einen Dämpfer verpasst hat. Und ich glaube, das hat man dann im Stream auch gemerkt, dass ich dann, nachdem ich diese Nachricht gehört hatte, nicht mehr so gut drauf war wie zuvor. Es ist jemand gestorben, also den wir im entferntesten kannten so vom Sehen, und das war halt einfach ein sehr, sehr freundlicher und netter Mensch, der da gestorben ist. Also es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass das passiert ist, aber wir haben das halt auch einfach nicht mitbekommen. Wir haben den schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber wie das halt mit Menschen ist, die man so kennt, mit denen man aber keinen Kontakt hat, wenn man die dann halt mal 2 Monate nicht sieht, ja, dann ist das halt so. Man sieht sich ja dann halt auch nicht regelmäßig, und das gestern zu hören, ist schon echt hart, weil der war nur so ein paar Jahre älter wie wir. Und das arbeitet auch jetzt noch in mir, wenn ich ehrlich bin, weil das macht einem halt auch einfach erstmal wieder bewusst, wie kostbar das Leben eigentlich ist und wie schnell das Leben eigentlich vorbei sein kann. Also, das ist echt übel. Es ist einfach richtig übel. Also, der war nicht krank oder irgendwas. Er hatte keinen Unfall oder irgendwas, sondern es war so, ist wie ein Herzinfarkt quasi. Und dann war er halt einfach weg. Von heute auf morgen. Und das ist halt einfach so heftig, wenn man so darüber nachdenkt, wie schnell halt einfach alles vorbei sein kann. Ich meine, du kannst dich heute Abend ins Bett legen und morgen früh nicht mehr aufwachen, rein theoretisch. Wenn dein Körper sagt Ende, dann Ende. Ja, und das, wie gesagt, das arbeitet immer noch so in mir. Und das beschäftigt mich halt auch schon seit gestern Abend. Und ja, es ist halt einfach echt heftig. Es ist einfach sehr, sehr heftig. Vor allem habe ich die Mama von ihm vor ein paar Tagen noch gesehen und habe auch registriert, dass sie komplett schwarze Kleidung anhatte, und habe da aber gar nicht weiter drüber nachgedacht, weil heutzutage laufen ja viele Menschen in komplett schwarz halt rum, und habe gesagt, habe mir da halt auch nichts weiter dabei gedacht, und jetzt habe ich das gehört und dachte so, scheiße, ey. Es ist einfach heftig. So, wenn du weißt, so, du wirst diesen Menschen nie wiedersehen, auch wenn du, wie gesagt, nicht so den Kontakt zu dieser Person hattest, das ist einfach nur richtig, richtig übel. Es ist einfach krass, und da sieht man mal schon wieder, wie schnell das Leben vorbei sein kann, und dann sieht man mal wieder, dass man sich über viele Dinge einfach nicht den Kopf zerbrechen sollte, dass man über viele Dinge einfach echt drüber hinwegsehen sollte, dass man sich nicht über alles aufregen sollte, und ja, es ist nicht wichtig einfach alles. Es ist alles nicht wichtig. Es ist wichtig, dass wir da sind. Es ist wichtig, dass wir Zeit mit den Menschen verbringen, die wir lieben. Und dass wir füreinander da sind. Aber der Rest, dieses ganze Drum und Dran, das ist einfach nicht wichtig. Denn wie gesagt, das Leben kann morgen vorbei sein. Wir wissen es nicht. Und das ist so ein Thema, mit dem möchte ich mich eigentlich nicht auseinandersetzen, weil ich setze mich seit meinem 18. Lebensjahr mit dem Thema Tod auseinander, seit mein Papa gestorben ist, und das ist halt so, das arbeitet halt aber immer in einem. Immer. Also das ist sehr, sehr schrecklich. Also wer von euch auch schon einen Elternteil verloren hat, der weiß, wenn sowas passiert, das wird man nie wieder los. Dieses Gefühl und dieses in einem Arbeiten, dieses Warum und Wieso. Und ja, und wenn man dann halt wieder hört, dass jemand gestorben ist, dann kommt das alles irgendwie wieder hoch. Und wenn man dann halt darüber nachdenkt, dass dieser Mensch auch noch so jung war, also es ist einfach nur heftig. Ich sag mal, mein Papa hatte auch noch kein Alter, als er gestorben ist. Der war auch noch sehr jung. Also, es ist einfach alles sehr, sehr heftig. Und über dieses Thema nachzudenken, das ist echt einfach krass. Also alle, die sich schon immer gefragt haben, warum ich eigentlich immer nur von meiner Mama erzähle und nicht von meinem Papa. Mein Papa ist halt nicht mehr da. Okay, kommen wir zu anderen Themen. Ich lese ja gerade mit der Nina immer noch Vollendet, und zwar sind wir jetzt heute auf Seite 305, also wir sind schon über die Hälfte, und ich muss sagen, Vollendet gefällt mir auch beim zweiten Lesen wieder richtig, richtig gut. Das ist einfach so unglaublich krass, was in diesem Buch alles passiert. Ich muss sagen, die Geschichte fängt wirklich sehr, sehr ruhig an und sehr, sehr langsam, und dann ab einem bestimmten Punkt geht es nur noch so BAM in your face. So wie bei Scythe quasi auch. Also Neil Schusterman hat es halt einfach drauf. Er ist halt einfach ein Meister seines Fachs, und das merkt man immer wieder. Ich weiß ja im Endeffekt, was jetzt hier noch passiert auf dem Stand, wo wir sind in der Geschichte. Aber es ist halt einfach, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was da noch alles kommt. Es ist einfach so heftig.
Es ist einfach nur mega heftig und ja. Ja, ich freue mich einfach auf das, was noch kommt. Ich denke, ich werde mit Nina den zweiten Teil auch lesen. Ich glaube, die Nina möchte auf jeden Fall weiterlesen, so wie sich das angehört hat in ihrer Sprachnachricht. Und ja, also ich lese noch vollendet und es gefällt mir beim zweiten Lesen genauso gut wie beim ersten. Dann lese ich auch immer noch Liebe mich für immer. Ich habe nicht weitergelesen in den letzten zwei Tagen. Also ja, ich weiß nicht, ich habe gerade nicht so die Lust auf das Buch. Ich habe aber Angst, wenn ich es jetzt beiseite lege und nicht weiterlese, dass ich es dann gar nicht mehr in die Hand nehme, weswegen ich jetzt eigentlich versuchen möchte, es zu beenden. Aber es spricht im Moment nicht mit mir. Ich weiß nicht, was mit mir und diesem Buch nicht stimmt. Es ist voll blöd. Naja, mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt. Meile, wieso hast du schon wieder so viele Schuppen? Milo hat seit kurzem übelst die Schuppen und ich weiß nicht warum. Wartet, hier. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen könnt, aber er hat halt auf dem Kopf und hier so überall, alles gut, Baby, ich bin's. Er hat halt überall so Schuppen. Kommt das mit dem Alter? Ich habe keine Ahnung. Am Anfang hat er immer nur Stressschuppen gehabt, also immer wenn er Stress hatte und aufgeregt war, hat er Schuppen gekriegt. Das waren so Stressschuppen, aber das ging ja dann wieder weg nach 2-3 Minuten. Aber jetzt hat er halt immer so Schuppen und ich weiß nicht, warum. Wenn ich es dann jetzt wegkämme, ist es weg und dann kommt es irgendwann wieder. Also ich habe schon überlegt, ob er vielleicht eine Allergie gegen irgendwas entwickelt haben könnte, aber er kratzt sich halt auch nicht und nichts. Ich meine, dass er sich viel leckt, das ist durch die Tabletten. Das Problem haben wir ja, seitdem wir ihm die Tabletten geben. Also damit kann das jetzt eigentlich auch nicht zusammenhängen oder es ist halt noch eine Nebenwirkung von den Tabletten jetzt, dass er so Schuppen kriegt. Ich weiß es nicht. Oder es ist das Alter. Ich meine, er wird ja nun schon 8. Der kleine Mann ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ja, es sind halt Schuppen. Es ist halt einfach so. So, und jetzt habe ich echt übelst lang erzählt und eigentlich nichts erzählt und eigentlich nur vor mich hin philosophiert, größtenteils. Ja, was nehme ich mir aus diesem Monolog mit mir heute mit? Das Leben ist kostbar, genieße jeden Tag. Und in diesem Sinne werde ich jetzt putzen. Ich muss meine Wohnung noch sauber machen. Ich muss Staub wischen, ich muss Staub saugen, ich muss durchwischen, ich muss Bad noch putzen, ich muss noch Wäsche waschen. Also ich habe was mein privates Leben betrifft, da habe ich heute noch viel zu tun. Ich treffe mich dann nachher noch mit einer Freundin und vorher muss der Lesemonat noch geschnitten werden. Also ich bin heute noch gut unterwegs. Und ich treffe mich mit einer Freundin auf eine Gassi-Runde. Also wir halten da auch schön Abstand, ne? Also alles wie es soll und wir gehen einfach mit den Hunden eine Runde draußen spazieren. Das dürfen wir auch. Also wir dürfen zusammen auch draußen rumlaufen. Das ist alles bei uns so okay. Außerdem, ja, wir sind beide seit Wochen zu Hause. Wo sollen wir uns angesteckt haben? Naja, auf jeden Fall, das ist so heute meine To-Do-Liste, die ich noch abarbeiten muss. Und deswegen höre ich jetzt auf und ich sag mal, bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag nach Ostern und damit ist der 14. April und ich dachte, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ostern ist vorbei, es ist hinter uns gebracht und geschafft und ach, keine Ahnung. Ostern war dieses Jahr irgendwie auch nicht Ostern für mich, also ich habe auch nichts irgendwie Besonderes gemacht, weil ich ja nun seit Wochen auch zu Hause bin. Da merkt man auch irgendwie diese freien Tage nicht so richtig, finde ich. Also man hat zwar frei und ist zu Hause, aber man ist ja auch vorher die ganze Zeit zu Hause, also da ist irgendwie nicht diese Trennung so da im Kopf wie sonst, wenn man halt frei hat. Das ist irgendwie sehr, sehr strange. Auf jeden Fall, ich habe ja die Woche noch Urlaub und ja, heute ist Dienstag und eigentlich wollte ich heute... Bin ich schon wieder unscharf, sagt man. Und eigentlich wollte ich heute das Chaos hier hinten beseitigen. Ihr seht, hier ist ein leeres Fach und das eine Regal gefällt mir auch überhaupt nicht. Das hier, das ist ganz furchtbar und... Ich wollte meine Regale ein bisschen umstrukturieren. Ich wollte es nicht jetzt komplett neu machen. Ich hatte zwischendurch den verrückten Gedanken, einen Regenbogen draus zu machen. Und dann stand ich davor und mein innerer Monk ist immer so ein fieses Wort. Mein innerer, nennen wir ihn Klaus. Okay, das war mein Tablet. Mein innerer Klaus ist am Rad gedreht und ist total überfordert gewesen. Mit der Tatsache, dass dann meine Reihen nicht mehr zusammenstehen. Und das geht einfach nicht. Und Klaus hat gesagt, nein, die Buchreihen müssen zusammenstehen, sonst kannst du nachts nicht mehr schlafen. Das heißt, es wird doch kein Regenbogen. Ich will einfach mal irgendwie das Ganze ein bisschen umbauen, weil ich habe ja jetzt sehr, sehr viele Hardcover hier an den schwebenden Regalen, ne? Dadurch habe ich nicht mehr sehr viele Hardcover hier drin. Also eigentlich wirklich nur noch
das Stück hier so. Und ich habe halt überlegt, ob ich die alle rausnehme und in ein Billigregal reinstelle, so auf ein, also dass ich zum Beispiel das erste Regal hier vorne komplett voll mache mit Hardcovern und dann die hinteren Regale mit Taschenbüchern und broschierten Büchern. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Oder ich mische alles komplett durcheinander, habe ich auch kurz überlegt. Wie gesagt, dann hatte ich kurzzeitig diese Idee mit dem Regenbogenregal. Ich liebe Regenbogenregale, die sehen so toll aus. Aber Klaus hat gesagt, nein. Also ja, ich weiß nicht, wie wir es mischen. Wie gesagt, vielleicht mische ich auch einmal komplett alles durch, dass ich nicht mehr Hardcover und das alles getrennt habe, sondern dass ich so ein paar Hardcover zwischen Broschierte schiebe und so. Ich muss mal gucken. Ich habe schon überlegt, ob ich es nach Autor sortiere, alphabetisch sortiere, nach Genre sortiere. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig auf jeden Fall mit den Büchern. Am Ende, ich glaube, ich sortiere es ein bisschen nach Autoren, also dass ich alles von einem Autor immer zusammen habe. Das ist ja eigentlich nur wichtig bei Jennifer L. Armentrout und bei Leigh Bardugo. Ja, ansonsten ist es ja eigentlich nicht wichtig. Also sonst habe ich so viel von einem Autor jetzt auch gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall was ich die Woche noch machen will, wenn ich jetzt Urlaub habe, das Regal umräumen. Es kann sein, dass ich im letzten Abschnitt schon darüber gesprochen habe, dass ich das machen will. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das der Plan für die Woche. Ich glaube, ich werde das morgen mal in Angriff nehmen. Und ich weiß aber noch nicht, ob ich das filmen werde oder nicht, deswegen mal schauen. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Ich habe 2 Bücher beendet. Ich habe gestern mit der lieben Nina zusammen... Das Schätzchen hier beendet. Und ja, wir sind jetzt fertig und Fazit beim zweiten Lesen genauso gut wie beim ersten Mal. Die Nina hat sich jetzt schon alle weiteren Teile bestellt. Ich habe sie ja alle schon da und wir werden auf jeden Fall dann die Reihe hier weiterlesen und dann denke ich mal auch zusammen beenden. Und vollendet von den Schustermann immer wieder eine sehr, sehr gute... Ja, es ist schon irgendwie eine Dystopie, ne? Es ist so ein bisschen Science-Fiction dystopisch. Ich kann euch dieses Buch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und dann hatte ich euch ja erzählt, dass ich so ein bisschen mit Liebe mich für immer von Katinka Engel so Schwierigkeiten habe. Ich bin nicht so richtig reingekommen in die Geschichte und das war alles eher so ein bisschen zäh. Die ersten 100 Seiten zu lesen war so ein bisschen, ja, schwierig. Also das hat mich irgendwie nicht richtig gepackt, das Buch. Es konnte mich nicht richtig fesseln und ich habe gerade nebenbei den Aufkleber abgeknibbelt. Entschuldigung. Ich hatte so ein bisschen Startschwierigkeiten mit der Geschichte und ich habe dann heute früh aber gedacht, komm, du hast nichts weiter vor. Dein Mann schläft sowieso noch. Der ist jetzt wieder auf Arbeit. Der hat heute Spätdienst. Und du hast eh nichts zu tun. Dein Bücherregal kann warten. Du setzt dich jetzt hin und liest nochmal in Liebe mich für immer rein und vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Buch. Und... es hat geklappt, es hat geflutscht. Ich habe Lieb mich für immer heute früh dann auch beendet. Ich habe über 300 Seiten heute gelesen. Ja, und was soll ich sagen? Lieb mich für immer hat mich dann am Ende doch noch gekriegt. Ich muss sagen, ich habe angefangen heute zu lesen und nach 10 Seiten war ich drin in der Geschichte. Dann hat es auf einmal geflutscht. Und dann lief das gut und dann hat es mir Freude gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich war emotional dabei und ja, es war letzte Woche anscheinend einfach nicht meine Geschichte, aber heute hat es... heute ist das gelaufen. Wie ein Länderspiel. Alles 1A. Und ja, ich habe, wie gesagt, das Schätzchen hier dann auch beendet. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich hatte meine Anlaufschwierigkeiten, meine Startschwierigkeiten. Die ersten 100 Seiten waren für mich sehr schwierig. Danach lief super. Es ist eine tolle Liebesgeschichte auch wieder. Und ich mag ja die ersten beiden Bände aus dieser Reihe auch sehr, sehr gerne. Und ich kann euch, wenn ihr gerne Contemporary Romance lest oder New Adult oder wie auch immer ihr das jetzt bezeichnen mögt, da kann ich euch auf jeden Fall diese Reihe hier nur wärmstens ans Herz legen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Reihe und Katinka Engel hat dort wundervolle Charaktere geschaffen, die alle eine richtig krasse Hintergrundgeschichte haben und jeder Charakter hat in diesem Buch sein Päckchen so zu tragen und sind tolle Charaktere und tolle Geschichten und ja, ich kann euch die Finde-mich-Reihe, wie sie laut Amazon heißt, einfach nur empfehlen und ja, ich würde auf jeden Fall von der Autorin mehr lesen, wenn da noch mehr käme und ja, lege euch diese Reihe sehr ans Herz. Die ersten beiden Teile heißen Finde mich jetzt und Halte mich hier. Ja, der zweite heißt Halte mich hier und der dritte heißt Lieb mich für immer. Und wie gesagt, es ist eine ganz, ganz tolle Reihe, die ich euch wirklich empfehlen kann. Ich habe mit dem dritten Teil so meine Startschwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr, sehr tolle Geschichte. Und ja, die beiden Bücher habe ich gestern bzw. heute dann beendet und fertig gelesen und ich muss das auf Goodreads gleich noch eintragen. Seht ihr? Das muss ich noch machen. Und ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes lesen soll. Ich habe keine Ahnung. Entweder ich lese jetzt noch einen Liebesroman und warte, dass Annika, die gerade mit Sonja zusammen ein Buch liest, das Buch mit Sonja beendet hat, damit ich mit ihr Spieglein, Spieglein anfangen kann.
Oder ich lese einfach in der Zwischenzeit noch irgendein anderes irgendein Fantasy-Buch. Ich weiß es nicht. Ich müsste auch Palace of Fire endlich mal lesen. Vielleicht lese ich das jetzt einfach. Ich habe eben mit der Susanne geschrieben über Instagram und vielleicht lese ich jetzt einfach Palace of Fire. Wir haben nämlich gerade über dieses Buch geschrieben und ich muss ja dann eh den vierten Teil dieser Reihe auch noch lesen, aber das habe ich auch noch nicht gekauft, den vierten Band. Also, aber ich will ja Reihen beenden und ich habe jetzt mit diesem Buch wieder eine Reihe ja beendet. Also von daher läuft es ja eigentlich ganz gut dieses Jahr so für mich, was Reihen beenden betrifft. Und ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal in mich und gucke dann mal, was ich so tue. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich mit einer Freundin erstmal eine Runde spazieren gehen. Wir haben uns jetzt verabredet. Ich vermute, sie hat gerade geschrieben. Ja, es ist auf jeden Fall schönes Wetter heute. Die Sonne scheint gerade ein bisschen. Es sind so ein paar kleine Wölkchen am Himmel. Aber es ist heute so ganz komische Luft. Also ich habe meine Haare sind den ganzen Tag schon total statisch geladen und dann platschen die hier so komisch runter. Also es ist heute so ganz, ganz komische Luft. Also was die Haare betrifft. Das ist sehr merkwürdig. Wie gesagt, die sind den ganzen Tag schon so geladen. Und ich krieg von Milo stets und ständig eine gewischt. Der hat auch schon keinen Bock mehr, hier von mir gestreichelt zu werden. Deswegen liegt er da so auf Abstand. Weil der stets und ständig von mir eine gewischt kriegt. Oder ich von ihm. Und ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal eine Runde spazieren. Und dann gucken wir mal, was wir heute noch so treiben. Und ja, merkt das jetzt eigentlich an dieser Stelle auch erstmal nicht zu sagen. Ich melde mich dann einfach die Tage nochmal und zeige euch dann, was da hinter mir passiert ist oder halt auch nicht. Bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag, ich glaube der 17. April und ich wollte mich auch mal wieder melden. Lesetechnisch ist hier nicht viel passiert in den letzten Tagen. Ich habe nicht so viel gelesen. Dafür habe ich ein bisschen Fernsehen geschaut. Ich habe die komplette zweite Staffel von You durchgesuchtet. Also ja, ich habe angefangen das zu gucken und ich konnte dann einfach nicht mehr aufhören. Das habe ich geschaut, dann habe ich ein paar Filme geguckt in den letzten Tagen. Ich weiß gar nicht, so älteres Zeug. Ja, gelesen habe ich gestern das erste Mal wieder. Ich habe gestern angefangen, das hier zu lesen: Dunkelglanz Obsession von Jennifer Armentrout. Da bin ich jetzt auf den ersten 40 Seiten noch. Also da kann ich jetzt auch noch nicht so viel zu sagen. Ansonsten habe ich gerade die liebe Tina geguckt auf dem Handy. Während ich mein Bad geputzt habe. Ich habe gerade nebenbei noch mein Bad sauber gemacht. Und jetzt ist die Wohnung hier clean und sauber. Ich habe Wäsche gewaschen heute schon. So, aber damit bin ich jetzt durch. Mein Mann, der macht gerade Mittagessen. Bei uns gibt es nämlich heute Rippchen. Also für mich gibt es Rippchen und für ihn gibt es irgendwas anderes Gebratenes. Und ja, das gibt es heute zu Mittag und das macht mein Mann gerade, weil der ganz, ganz liebste Mann der Welt ist. Und deswegen dachte ich mir, ich habe jetzt gerade mal Zeit und ich melde mich einfach mal. Ja, ich habe heute auch schon gedreht, das habe ich heute auch schon gemacht. Das ist jetzt um 2 und ja, ich habe mein Bücherregalvideo heute fertig gedreht. Ich habe das gestern schon angefangen und habe dann aber gestern keine Zeit mehr gehabt, das fertig zu machen, weil Bücherregalvideo drehen, das dauert. Ich glaube, wer von euch das schon mal gemacht hat, so ein Regalvideo zu drehen, der weiß, wie viel Zeit das frisst. Und ja, das habe ich heute früh fertig gedreht. Dann habe ich heute früh schon angefangen, das Video für morgen zu schneiden. Morgen kommt ein Tag online, der Frühjahrsputz-Book-Tag. Und nächsten Sonntag kommt dann das Bücherregalvideo online. Und vielleicht kommt der Vlog hier noch zwischendrin die Woche online. Ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Mit dem Schneiden und dem ganzen Kram. Denn ja, nächstes Wochenende liege ich flach. Ich werde nächstes Wochenende nämlich nicht viel machen können, deswegen muss ich ein bisschen vorarbeiten, weil ich am Freitag zum Zahnarzt muss und dann ja, wird was an meinen Zähnen gemacht und das ist nicht cool und dann werde ich so ein dickes Gesicht haben. Und ja, dann möchte ich nicht vor die Kamera und alles, deswegen fällt nächste Woche Freitag dann auch der Stream aus, weil ich mit so einem Gesicht nicht da sitzen möchte. Und ja, deswegen muss ich jetzt die Tage ein bisschen Gas geben. Ich will mit Tina noch DVD aufnehmen heute oder morgen. Ich muss mal gucken, wie sie so Zeit hat, wie das bei ihr passt. Und ja, das muss ich noch machen. Overcooked haben wir noch für diese Woche eine Folge. Da müssen wir auch nächste Woche auf jeden Fall wieder aufnehmen. Ja, also ich bin da noch, ich bin gut dabei im Moment. Ich habe es halt auch im Moment echt nur ein Buchvideo die Woche zu machen. Das tut mir sehr, sehr leid für euch, aber ich glaube, ihr versteht das. Ich habe ja auch noch ein Privatleben irgendwo. Und ja, ansonsten
Was gibt es sonst noch zu erzählen? Bei uns sind die Corona-Maßnahmen nochmal 14 Tage jetzt verlängert worden bis Anfang Mai. Also bis 4.5. Ich glaube, dann dürfen wir auch wieder ins Büro. Jetzt 2 Wochen haben wir noch Homeoffice. Die werde ich jetzt versuchen noch zu genießen, diese 2 Wochen, die ich zu Hause bin. Weil wenn ich dann wieder jeden Tag ins Büro muss, denke ich mir auch so, jetzt könntest du so schön zu Hause sitzen. Ach, es wäre so toll. Ja, deswegen, ich genieße jetzt noch meine 14 Tage Homeoffice, die ich habe. Und dann gehen wir wieder in die Büro. Ansonsten ist ja hier nicht wirklich viel passiert. Wie gesagt, ich habe nichts gelesen. Ich habe ein bisschen Fernsehen geschaut, ein bisschen rumgegammelt, mich mit Leuten getroffen, mit meiner Omi mich getroffen. Also ich hab immer nur mit einer Person getroffen. Also möchte ich dazu sagen, wir waren nie in einer Gruppe unterwegs. Ich habe mich immer nur mit einer Person getroffen. So wie es die Maßnahmen auch sagen. Da habe ich mich dran gehalten. Ja, aber ansonsten habe ich auch nicht wirklich viel gemacht die Woche. Wie gesagt, gestern war ich beim Zahnarzt, da wurde dann festgestellt, dass hier was gemacht werden muss und dann wird das nächste Woche gemacht und dann, ja. Ich habe so schlechte Zähne, ne? Das ist so furchtbar. Also jeder, der auch schlechte Zähne hat, der wird mich verstehen können. Ich meine, meine Zähne sind noch relativ hell und gerade, aber dafür sind sie einfach schlecht. Die sind halt einfach schlecht. Ich kann das nicht anders sagen, außer dass ich richtig schlechte Zähne habe. Aber so ist das nun mal. Ja, ich werde jetzt dann mit meinem Männlein erstmal Mittag essen. Dann werde ich mich hinsetzen und das Video für morgen fertig schneiden und machen, dass das morgen online geht. Das ist ja der Tag. Da muss ich noch so ein bisschen was einfügen. Und dann werde ich anfangen, das Bücherregal-Video zu schneiden. Das muss ja auch gemacht werden. Das wird dauern. Das Bücherregal-Video, ich werde Stunden daran sitzen. Ich weiß es jetzt schon, weil ich habe mich auch zwischendurch echt übelst oft versprochen und Sachen wiederholt. Und naja, deswegen. Also da werde ich eine Weile dran sitzen. Und dann, ja, mal gucken, was ich dann heute noch mache in meiner Freizeit. Vielleicht lese ich ein bisschen Obsession. Ich muss mal gucken. Oder ich gehe dann noch ein bisschen an den PC, da ein bisschen was spielen. Und ja, vielleicht schaffe ich es auch, meine Playstation mal an den Fernseher drüben anzuschließen, dass ich die wieder mit dem Remote Play verbinden kann. Das war so kacke. Ich wollte gestern Abend im Stream ausprobieren, ob ich vielleicht Red Dead Redemption spielen kann, weil da hätte ich voll Bock drauf gehabt. Und dann konnte ich aber meinen PC nicht mehr mit der Playstation verbinden, das wollte irgendwie nicht mehr, dann musste ich mich neu anmelden und ja, dann wollte der aber einen Code haben und den sehe ich ja nur, wenn die Playstation am Fernseher ist und das war sie ja nicht, deswegen konnte ich den Code nicht eingeben und schwierige Sache, also ich muss echt mal Geld sparen und mir eine Capture-Card holen, die kostet ja so 100, 150 Euro ungefähr, da muss ich mal sparen, dass ich mir eine Capture-Card holen kann, dass ich hier ordentlich Playstation spielen kann, dass ich das auch mal im Stream machen kann, weil ich habe hier so viele tolle Spiele hier stehen da, die ich alle nicht spielen kann, weil die Verbindung immer zu schlecht ist und das ist kacke. Ja, aber es muss 150 Euro haben. Ja, ansonsten habe ich nichts weiter zu erzählen, deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich werde mich, denke ich mal, die Woche nochmal melden und dann machen wir hier Feierabend mit dem Weekly Living. Dann wird das aber nicht Mittwoch online gehen. Also vergesst, was ich gesagt habe. Das geht dann bestimmt erst danach die Woche online. Vielleicht aber auch Freitag. Ich muss mal gucken, wie ich es schaffe. Auf jeden Fall sage ich jetzt einfach mal bis später. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Ich wollte mich auch noch mal ganz kurz zu Wort melden und dieses Weekly Living an dieser Stelle auch beenden. Heute ist Mittwoch, der 22. April und ich muss mal gucken, ob ich dieses Video vielleicht bis zum Wochenende noch geschnitten kriege. Ich muss mal schauen und ja, dann geht das vielleicht dann die Woche noch online. Ich mag das bei Weekly Livings immer nicht, wenn die zu lange hinten dran sind. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Video jetzt erst nächste Woche Sonntag oder so online stellen würde, dann ist der letzte Eintrag 1,5 Wochen her und das fände ich doof, weil das dann schon so weit zurückliegt. Deswegen versuche ich die Weekly Livings eigentlich immer sehr, sehr zeitnah auch dann online zu stellen. Aber ich muss mal gucken, wie es mit dem Schneiden bei mir klappt heute noch. Ich müsste eigentlich auch das Video für Sonntag noch fertig machen. Ich kann ja am Wochenende nicht drehen. Ich habe ja Freitag meine Zahn-OP. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen im Vorlauf alles schon fertig zu machen, dass ich das Wochenende auch meine Ruhe habe und mich mit diesem ganzen YouTube-Kram auch nicht noch irgendwie auseinandersetzen muss. Ja, mal gucken, ob das so funktioniert oder nicht. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich nochmal ganz kurz melden bei euch und das Weekly Living jetzt hier auch beenden. Ich habe gelesen auch, ich habe inzwischen Dunkelglanz von Jennifer Armentrout fertig gelesen. Das ist ja ein Spin-off zu Obsidian und vorne steht drinne als Anmerkung für all jene, die unbedingt sehen wollten, wie diese Welt erwachsen aussieht.
dies ist für euch. Und ja, ich muss sagen, dieses Buch strotzt vor Sexualität. Es ist einfach ein bisschen zu viel. Ich liebe Jennifer Armentrout und sie ist und bleibt meine Queen, aber dieses Buch war selbst mir zu viel. Es war einfach zu viel Sex. Also der Typ, ne, also Hunter, es geht ja um Hunter und um Serena und Hunter ist ein Arum, was ich ja sehr, sehr spannend fand, mal einen Blick auch auf die Arum zu kriegen, weil wir haben ja bei Obsidian auch einiges über die Arum gelernt. Ich möchte da jetzt nicht zu viel zu sagen, deswegen lasse ich das jetzt auch an dieser Stelle. Auf jeden Fall, Hunter ist dauergeil. Man kann es nicht anders sagen. Der Typ ist einfach immer scharf. Und das hängt wohl auch mit seiner, ja, mit seinem Wesen einfach so zusammen, dass die halt alles über Sex kanalisieren und sich abreagieren. Und das war aber nicht meins. Das war mir einfach zu viel. Das war mir einfach zu viel von allen. Und es gibt hier eine Stelle, wo ich gelesen habe und gedacht habe, nee, das geht gar nicht. Das ist einfach nur falsch. Auch wenn Hunter vielleicht eigentlich der Gute ist und es gut meint und bla. Aber das, was er dort mit Serena gemacht hat, ist einfach falsch. Es ist einfach komplett falsch. Und da habe ich echt gedacht so, Frau Armentrout, was ist da los? Warum? Das ist sowas von falsch und das geht einfach nicht. Das ist nicht gut. Ich kann jetzt hier auf diese Stelle nicht näher eingehen, weil ich euch sonst fett spoilern würde, aber das war einfach nur falsch. Wer von euch das Buch gelesen hat, weiß vielleicht, was ich meine. Ich fand das einfach falsch, ich fand das nicht in Ordnung und ja, das war nicht mein Buch. Ganz ehrlich, es war okay, aber es war eins der, in Anführungsstrichen, schlechtesten Bücher, die ich je von ihr gelesen habe. Es gibt keine schlechten Bücher von Jennifer Armentrout. Das möchte ich an dieser Stelle einfach einmal erwähnen, aber es war definitiv eins der schwächeren Bücher, die ich je von ihr gelesen habe. Es war okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, dass mir das übelst gefällt. Es ist auch nichts, wo ich sage, dass ihr das unbedingt lesen müsst. Es sei denn, ihr liebt Bücher mit viel Erotik und wollt mal so ein bisschen Urban Fantasy mit Erotik lesen, dann könnt ihr euch das gerne angucken. Aber ansonsten, nein. Man muss das jetzt auch nicht zwingend für die Obsidian-Reihe oder so gelesen haben. Nein. Einfach nur, nein. Es war mir einfach zu viel von allem. Und ich liebe sie. Die gute Frau Armentrout, trotz allem. Ich freue mich auf ihre weiteren Bücher, aber nein. Das war einfach nicht mein Buch und ja, was ich sehr, sehr schade fände. Wie gesagt, es war okay. Ich habe es auch ultra schnell gelesen. Die Story an für sich hat mir auch gefallen, aber es war jetzt kein Buch, wo ich sage, dass ich euch das empfehlen würde oder dass ihr das unbedingt lesen müsst oder dass mir das sehr gut gefallen hat oder so. Es war ein Buch, was okay war. Ansonsten habe ich mit Annika noch angefangen, den zweiten Teil von Das Vermächtnis der Grimms zu lesen, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wir haben jetzt die ersten 100 Seiten gelesen und jetzt kommen gerade so ein bisschen mal auch Erklärungen zu Charakteren und so, was ich sehr, sehr gut finde, weil gerade was diesen einen Charakter betrifft, hatte ich mich im ersten Band schon immer gefragt, was ist das für ein Charakter, wo kommt der her, wie steht er damit zusammen, was ist das, hä? Und ja, das wird jetzt hier gerade erklärt und das finde ich sehr gut. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch passiert, dass der zweite Teil ist. Kann ich euch jetzt zum Inhalt nicht wirklich viel sagen, weil ich euch mit allem, was ich euch erzähle, spoilern würde. Aber es geht halt immer noch um die Märchenwelt Abelion und um unsere Welt und wie diese beiden Welten miteinander verbunden sind. Es geht darum, dass böse Menschen Abelion übernehmen wollen, damit sie unsere Welt auch unterjochen können. Und ja, es ist eine sehr komplexe Geschichte. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Diese Geschichte ist, wow, es passiert so unglaublich viel in dieser Welt. Und da in Abelion das Zeitkontinuum auch ein anderes ist, die Zeit dort anders verläuft und sich anders verhält. Die Zeit verläuft in Abelion nicht linear. Das ist erstmal sowas, was man in den Kopf kriegen muss, weil man damit auch dann erstmal klarkriegen muss, wie die Zeitabstände und das alles sind und dass das halt alles nicht erstmal zwingend für uns Sinn machen muss und zusammenpasst. Das ist halt erstmal was, was man erstmal in den Kopf kriegen muss. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt hier, wie es hier weitergeht, was jetzt hier noch passiert. Ich mag das Buch bisher und ja, ich bin auch relativ gut wieder reingekommen in die Geschichte. Und ja, das lese ich gerade mit der Annika. Und dann will ich die Tage endlich mal noch mit Zachary anfangen von der lieben Nikki Kiso. Das ist der dritte Teil der Rock und Love Me Reihe. Das Buch kommt eigentlich erst nächsten Monat raus. Ich habe es von der Nikki aber vorab schon mal als E-Book bekommen zum Lesen. Und ja, das
werde ich dann jetzt auch mal noch irgendwie die Tage mit anfangen zu lesen. Das habe ich schon mir den ganzen Monat vorgenommen, weil ich habe es schon seit 2 Wochen zu Hause und oder 3 Wochen sogar. Das ist schon eine ganze Weile her. Vielleicht sind es auch sogar schon 4 Wochen. Auf jeden Fall wollte ich das diesen Monat noch mit lesen, deswegen muss ich da auch endlich mal ran, dass ich den guten Zack dann auch mal gelesen habe. Auf die Geschichte freue ich mich ja schon sehr. Ansonsten gibt es jetzt auch nichts weiter zu erzählen. Ich bin die Woche wieder ja auf Arbeit, also wir sind noch im Homeoffice und ja. Ansonsten gibt es auch nichts weiter. Es geht uns allen gut. Alles wie gehabt, alles beim Alten. Ja, Freitag, wie gesagt, meine Zahn-OP. Dann bin ich aus dem Haus genockt. Ich würde mich dann einfach wieder bei euch melden, wenn ich dann wieder normal bin und wieder normal aussehe und alles wieder fein ist. Deswegen beende ich jetzt diesen Vlog an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.